Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer Anhörung begrüßen. Ich freue mich, dass so viele Zuschauer und Zuschauerinnen dabei sind. Ich freue mich, dass die Sachverständigen, so wie ich sehe, alle hier anwesend sind. Zu meiner Linken darf ich ganz herzlich die parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, Sabine Weiß, begrüßen. Und ich begrüße ganz herzlich den parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Gesundheit, Herrn Stefan Zirke. Des Weiteren begrüße ich ganz herzlich den Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege, Herrn Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, sowie weitere Vertreter der Bundesregierung. In dieser öffentlichen Anhörung beschäftigen wir uns mit der gemeinsamen Verordnung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Bundesministeriums für Gesundheit, nämlich der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe. Wir haben im Juni letzten Jahres nach langer und intensiver Diskussion die Reform der Pflegeberufe auf den Weg gebracht. Im Kern dieses Gesetzes ist die Einführung einer dreijährigen generalistischen Berufsausbildung mit dem Abschluss Pflegefachfrau, Pflegefachmann vorgesehen. Mit der schulischen und praktischen Ausbildung sollen den Schülerinnen und Schülern Kompetenzen für die selbstständige und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen vermittelt werden. Der Gesetzgeber hat sich vorbehalten, in Verbindung mit dem Gesetz noch einmal zu entscheiden über die Verordnung. Und bevor diese Rechtsverordnung dann an den Bundesrat weitergegeben wird, haben wir also heute die Möglichkeit des Sachverständigengespräches und der darauf folgenden Entscheidungen in dieser Woche. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Reaktionen und Argumente und bin ebenso über die Bewertung gespannt, ob wir mit dieser Verordnung zu diesem Gesetz dann in Zukunft ab 2020 mehr Auszubildende ins System bekommen für die Pflege oder ob Sie hier Sorgen sehen. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, darf ich einige Erläuterungen machen. Die Anhörung wird 90 Minuten dauern und so, wie wir das also in den letzten Monaten praktiziert haben, werden die Fraktionen in einer festgelegten Reihenfolge Fragen stellen. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Stärke der Fraktionen. Jede fragestellende Fraktion stellt eine Frage an einen Sachverständigen. Nach genau 90 Minuten werden wir die Anhörung schließen. Ich bitte um kurze Wortbeiträge, damit möglichst viele Fragen den Sachverständigen gestellt werden können. Ich bitte die Sachverständigen, bei der Beantwortung das Mikrofon zu benutzen und Name und Verband zu benennen. Das erleichtert anschließend die Protokollierung und erleichtert auch unseren Zuschauerinnen und Zuhörern die direkte Zuordnung der Beantwortung von Fragen. Ich danke allen Sachverständigen ganz herzlich, die eine schriftliche Stellungnahme bereits abgegeben haben und weise darauf hin, dass Mobiltelefone oder die Nutzung von Mobiltelefonen dann untersagt sind, wenn man das merkt, dass sie genutzt werden. Und das kostet also 5 Euro für den guten Zweck.
Und ich weise darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet wird und live im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Und außerdem kann man sich die Anhörung auch in der Mediathek des Bundestages anschauen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Soweit die Formalitäten. Und ich darf jetzt die CDU-CSU um die Fraktion um die erste Frage bitten. Ja, unsere erste Frage geht an den Deutschen Caritasverband. Und zwar mit folgendem Inhalt. Das Pflegeberufegesetz sieht ein Wahlrecht für die Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr vor, also neben der generalistischen Ausbildung auch die Möglichkeit zur Spezialisierung in der Alten- und Kinderkrankenpflege. Wie kann sichergestellt werden, dass alle dazu notwendigen Kooperationsverträge vom Träger der praktischen Ausbildung geschlossen werden? Danke. Vielen Dank, Frau Mark. Die Frage beantwortet der Deutsche Caritasverband, Frau Brigitte von Germitten-Ortmann. Brigitte von Germitten-Ortmann, Sie haben es gerade gesagt, für den Deutschen Caritasverband. Das Wahlrecht der Auszubildenden ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Pflegeberufegesetzes. Und selbstverständlich werden auch alle Träger sowohl in der Theorie als auch in der Praxis dieses respektieren und ermöglichen, dass man einen Abschluss entweder in der Altenpflege oder in der Kinderkrankenpflege bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege erwerben kann. Es sind alle interessiert daran, dass im Augenblick jede geeignete Ausbildungsstätte auch jemanden einstellen kann, um ihn auszubilden. Und es wird nicht die Hürde sein dürfen, dass man anschließend am Wahlrecht scheitert. Deswegen sind auch unsere Mitglieder im Feld des Deutschen Caritasverbandes, aber auch der Diakonie und der Fachverbände bereits seit langer Zeit unterwegs, geeignete Kooperationspartner zu finden. Man benötigte die übrigens auch schon in den jetzt aktuellen Ausbildungen. Für insbesondere kleinere Einrichtungen, die noch nicht so sehr große Netzwerke haben, bietet sich insbesondere an, dass sie auch in Verbundstrukturen arbeiten. Diese Verbundstrukturen sind seit 30 Jahren etwa in der Pflege etabliert. Sie müssen eventuell auch noch mal ausgeweitet werden. Wir als Verband werben übrigens sehr dafür, dass in den Regionen geschaut wird, und das heißt träger- und verbandsübergreifend, welche Kooperationspartner man auch benötigt. Wir unterstützen da auch Träger zum Beispiel durch runde Tische. Das ist sicherlich das, was im Augenblick auch schon informell auf den Weg gebracht wird. Wichtig ist, dass die Träger auch verstehen, dass sie nicht nur Bittsteller sind und Ausbildungsplätze benötigen oder Einsatzbereiche benötigen, sondern dass sie auch Einsatzbereiche anbieten können, die eben auch von anderen wieder gesucht werden. Die Träger tun sicherlich gut daran, mit den Pflegeschulen zusammenzuarbeiten, eng, damit man die Ausbildung abstimmt. Außerdem kann man ihnen auch übertragen nach § 8 im Pflegeberufegesetz, dass sie diese Vereinbarungen mit den unterschiedlichen Kooperationspartnern treffen. Wir denken, das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, die Schulen eng einzubinden, ihnen gegebenenfalls diese Kompetenz zu übertragen, damit man anschließend ein gutes, abgestimmtes Ausbildungskonzept bekommt. Von daher sehen wir eigentlich keine Sorge, Kooperationsverträge schließen zu können und Vereinbarungen sicherzustellen, dass das Wahlrecht kommt. Im Übrigen berät auch das Bundesinstitut für berufliche Bildung zu Kooperationsverträgen. Wir sind da auch noch positiv gestimmt, dass da noch mal Eckpunkte kommen, die man dann sehr gut nutzen kann. Für unsere Träger ist jetzt sehr wichtig, die sich auf den Weg machen, Kooperationsverträge zu schließen. Wie gesagt, Verbands- und Trägergruppen übergreifend. Das ist mir auch noch mal besonders wichtig. Für Sie ist wichtig, dass die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung möglichst zeitnah kommt, dass Sie genau konkret wissen, was Sie in welchem Feld benötigen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar von der SPD-Fraktion. Jetzt alle. An den Herrn Dr. de Vries. Wie beurteilen Sie das Anforderungsniveau der neuen beruflichen Pflegeausbildung mit den drei über die Anlagen 2 bis 4 beschriebenen Kompetenzprofilen vor dem Hintergrund des teilweise erhobenen Vorwurfs einer Verwissenschaftlichung der Ausbildung?
Vielen Dank, Herr Dr. de Vries. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Abgeordnete des Gesundheitsausschusses, sehr geehrter Herr Vorsitzender Rüdel, Bodo de Vries, heiße ich gerne, möchte ich auch für den Deutschen Evangelischen Verband für Altenarbeit und Pflege die Frage beantworten, für die ich mich gerne. Vielleicht können Sie das Mikro ein bisschen an sich heranziehen. Danke. Gerne möchte ich die Frage auch für den Deutschen Evangelischen Verband für Altenarbeit und Pflege beantworten, für den ich hier auch sitze. Eine Verwissenschaftlichung der Ausbildung kann ich nicht erkennen. Das Anforderungsprofil, was insbesondere in Anlage 4 dargestellt ist, halte ich für hochgradig problematisch. Die ableitbaren Kompetenzkataloge mit den Vorbehaltsaufgaben, die hier dargestellt sind, führen zu einer deutlichen Abwertung des bestehenden Ausbildungsberufs der Altenpflege. Die Ausbildung, so war das Ziel, sollte verschiedene Spezialisierungen vorsehen, eine Durchlässigkeit vorsehen. Zielvorgabe waren unterschiedliche Spezialisierungen und nicht unterschiedliche Anforderungen an die Absolventen. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen, an dem deutlich wird, dass es hier nicht um Verwissenschaftlichung geht, sondern um eine Abwertung. Im Kompetenzbereich 1, Pflegeprozess und Pflegediagnostik, wird in der Anlage 2 zum Beispiel von einer Evaluation gesprochen, in der Anlage 4 von einer Bewertung. Eine Bewertung, selbst wenn ich sie differenziert betrachte, muss nicht gut oder schlecht sein, kann auch ordinal oder intervallskaliert sein, alles hilfreich und gut, hat aber mit dem, was wir als Fachlichkeit unserer Pflegefachkräfte bewerten und im Kontext einer Evaluation stehen könnte, nichts zu tun. Eine Evaluation bezieht sich auf einen Gegenstand, die wird von Experten durchgeführt. Die Bewertung erfolgt anhand präziser, festgelegter Kriterien, Information und empirische Datensammlung, regelmäßige systematische Bewertung der Informationen ist das, was die Pflegediagnostik ausmachen soll. Das erwarten wir von unseren Pflegefachkräften. Das ist hier im dritten Ausbildungsjahr für die Altenpflege nicht vorgesehen. Es handelt sich hierbei um eine Abwertung im Verhältnis der anderen drittjährigen Ausbildung und steht im Widerspruch zu den Zielvorgaben der ersten beiden Jahren. Man könnte sogar schlussfolgern und überzeichnen, dass der Altenpfleger im dritten Ausbildungsjahr derjenige ist, der handeln soll, während die anderen denken. Das halten wir für nicht zielführend. Hier werden weitere Hürden auch im Kontext der Akademisierung im Zusammenhang mit der Altenpflegeausbildung aufgebaut, die wir dringend bitten zu überdenken und die Anlage 4 hier an die Kompetenzprofile der Anlagen der generalistischen Ausbildung dringend anzugleichen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die AfD-Fraktion, Professor Gerke. Ja, die Frage geht an den Arbeitgeberverband Pflege. Es ist so, der Entwurf sieht ja in § 2 Absatz 3 vor, dass jede Pflegeschule ein schulinternes Curriculum unter den Empfehlungen des Rahmenplans erstellen kann. Wie soll das gehen und was bedeutet das für die Praxis? Vielen Dank. Das Wort hat der Arbeitgeberverband Pflege. Jetzt hören Sie mich? Ja. Isabel Halles vom Arbeitgeberverband Pflege. Der Arbeitgeberverband sieht es sehr kritisch, dass jede Pflegeschule ein schulinternes Curriculum unter den Empfehlungen im Rahmenlehrplan nach § 51 der Pflegeausbildungs- und Prüfungsverordnung erstellen kann. Bereits 2003 ist es mit der Anpassung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nicht gelungen, bundeseinheitliche Regelungen für die Altenpflegeausbildung zu schaffen. Aufgrund der Komplexität des neuen Pflegeberufegesetzes wäre es fatal, die Chance erneut zu versäumen und keine bundeseinheitlichen Lehrpläne einzuführen, obwohl wir eine Ausbildung vereinheitlichen wollen. Kurios erscheint uns weiterhin, dass mit der Einführung der einheitlichen Ausbildung die Pflegeschulen eigene Curricula entwickeln können, was bedeuten würde, dass bisher 796 alten Pflegeschulen nach den Regelungen des Referentenentwurfs auch mindestens ebenso viele unterschiedliche Curricula entwerfen können. Dies bedeutet entsprechend für die Praxisanleitungen in den Betrieben sehr große Vorbereitungsschwierigkeiten, denn nicht nur die eigenen Auszubildenden sind je nach Wahl, ob Vertiefung oder Generalistik, nach unterschiedlichen Lehrplänen entsprechend zu unterrichten, sondern auch anzuleiten.
Uns ist nicht klar, wie erfolgen soll, dass die Praxisanleiter alle Lehrpläne in Deutschland entsprechend kennen müssen, beziehungsweise auch aus den eigenen Bundesländern, um entsprechend die Ausbildung nach den Vorgaben der Pflegeausbildungs- und Prüfungsverordnung ihren Pflichten nach, nach § 4 auch nachkommen zu können. Wir sehen es als praktisch nicht umsetzbar und empfehlen daher, auch wenn wir wissen, dass es letztendlich landesrechtliche Regelungen sind, entsprechend einen einheitlichen Lehrplan, um einen gemeinsamen Ausbildungsstand hat, entsprechend für mindestens diese 2 Jahre generalistische Pflegeausbildung auch zu etablieren, um eine Vergleichbarkeit und einheitliche Prüfungsgrundlage für die Pflegeschulen, den Ausbildungsbetrieb und das Prüfgremium zu bieten. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Roy Kühne von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Einzelsachverständige, Frau Abels. Die Frage ist, wie bewerten Sie die vorliegende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung insgesamt? Bitte gehen Sie da bitte in Ihrer Antwort mal darauf ein, wie die Stundenverteilung im Rahmen der theoretischen und praktischen Einteilung ist und wie Sie das im Rahmen der beruflichen Pflegeausbildung beurteilen. Vielen Dank, Frau Abels. Sie haben das Wort. Ja, Anja Abels, Einzelsachverständige. Also zunächst einmal bewerte ich die Prüfungs- und Ausbildungsverordnung als sehr positiv. Wichtig wäre mir in diesem Zusammenhang nochmal zu erwähnen, dass sowohl die Praxis als auch die Theorie darauf wartet, am 01.01.2020 tatsächlich beginnen zu können. Alles andere wäre für das Image der Pflege ja sehr bedenklich. Durch die neue Verordnung haben wir den EU-Anschluss geschaffen, haben da auch nochmal den europäischen Qualifikationsrahmen, den wir gerecht werden, bis auf die Anlage 4. Da gehe ich nachher aber auch noch mal kurz darauf ein. Es steht in § 60, dass es für alle Ausbildungsbereiche beziehungsweise auch für die Spezialisierung oder beziehungsweise für die anderen Bereiche ein gleiches Kompetenzniveau geben muss. Das sehe ich in der Anlage 4 nicht als gegeben. Bei der Stundenverteilung ist es so, dass ich die sowohl in der Theorie als auch in der Praxis als realistisch bewerten würde. Die Bereiche, die dort aufgeführt sind in der Theorie, sind durchaus machbar und denkbar. In der Praxis die Absenkung auf 60 Stunden gegebenenfalls vorzunehmen, halte ich nur im Rahmen der Übergangsregelung für gerechtfertigt. Man muss bedenken, dass 60 Stunden praktische Ausbildung im Fazit 1,5 Wochen in dem Einsatzbereich dann bedeuten. Da werden die Praxiseinrichtungen aus meiner Erfahrung heraus auch sagen, dass ein Einsatz von 1,5 Wochen nicht wirklich realisierbar ist und auch nicht im Kompetenzbereich entsprechen wird, der auch erwartet wird nach einem Pflichteinsatz. Die 120 Wochen sind da aus meiner Perspektive, soweit es machbar ist, als das zu sehen, was zukünftig Pflicht sein sollte. Wie gesagt, eine Übergangsregelung mit den 60 Stunden, bis man sich soweit aufgestellt hat, entsprechende Kooperationseinrichtungen auch aufgebaut zu haben, denkbar, aber nicht wirklich als zielführend. Begrüßenswert bei der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung finde ich die Regelung, dass die Zwischenprüfung auf Landesebene geregelt worden ist. Die Frage ist, wie geht man mit den zukünftigen Helfer- und Assistenzberufen um? Gibt es da eine Aufwertung zukünftig auf die 2-jährigen Bereiche, sodass auch da die Aufwertung der Assistenz- und Helferberufe da ist? Da sollte man genauso wie in der 3-jährigen Ausbildung aus meiner Sicht die Ausbildung so gestalten, dass sie modular aufgebaut ist, um nachher auch eine Durchlässigkeit gewährleisten zu können, sodass Helfer, qualifizierte Menschen sowohl ohne zeitlichen Nachteil dann auch in die 3-jährige aufschreiben können. Das ermöglicht dann auch mal eine Differenzierung des Kompetenzniveaus und wünschenswert wäre dort auch eine bundeseinheitliche Regelung, damit auch die Auszubildenden zukünftig wechseln können. Ich möchte noch einmal kurz auf die Anlage 4 der Spezialisierung der Altenpflege eingehen. Aus meiner Sicht ist es absolut eine Abwertung des Kompetenzniveaus. Ich habe es oben schon mal beschrieben. Die Fachkompetenz scheint eher in die Nebensache geraten zu sein. Ich sehe da den gesamtgesellschaftlichen Auftrag, multimorbide Menschen auch in Würde zu pflegen. Und für mich wäre auch wichtig, dass die Altenpflegekräfte, die derzeit oder dann auch in dem Beruf weiter sind, eine Attraktivitätssteigerung, die auch wirklich im Sinne aller ist, auch erwarten können. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich die Gefahr sehe, dass das
Tarifgefüge noch weiter auseinanderklafft. Wir haben jetzt schon einen Unterschied zwischen privaten und beispielhaft Caritas von 25%, wenn die Anlage 4 in dem Kompetenzniveau so behalten soll. Glaube ich, sind wir weit entfernt von der Attraktivitätssteigerung der Pflege. Vielen Dank. Wenn die Fragen relativ kurz beantwortet werden, hat jeder auch, glaube ich, die Chance, mindestens zweimal dran zu kommen. Okay. Ich darf jetzt das Wort geben an Frau Westig von der FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Bundesverband der Lehrenden Gesundheits- und Sozialberufe. In Ihrer Stellungnahme fordern Sie eine Erhöhung der Stundenzahl zur Zusatzqualifikation zur Praxisanleitung. Weshalb ist diese Erhöhung aus Ihrer Sicht notwendig und was wird sich davon versprochen, auch mit Blick auf die berufspädagogische Weiterbildung? Herr Trude vom Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Westig. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender Rüdel. Die pädagogische Einschätzung aus dem schulischen Bereich für die Tätigkeit der Praxiseinleiter ist eigentlich einhellig der Meinung, dass das Ganze auf Bachelor-Niveau angesiedelt werden muss. Es ist aber vielen klar, dass das vermutlich in den nächsten 20 bis 30 Jahren nicht realisierbar ist. Aber das sind Lehrende in der Praxis. Das sind nicht Menschen, die arbeiten und nebenher etwas Anleitungstätigkeit machen. Die Frage zielte darauf ab, wir fordern von unserem Verband der Lehrenden ein höheres Stundenkontingent. Uns erschließt sich nicht, wie es momentan vorliegenden Fassung auf die Erhöhung von 200 auf 300 Stunden kommt. Also das ist auch nicht begründet. Ich glaube, das ist eher so vermutlich aus dem Bauch heraus, mehr Stunden bringen mehr Qualität. Wir empfehlen daher tatsächlich, sich an den DKG-Standards zu orientieren. Der DKG-Standard für Weiterbildungen in der Pflege ist auf 2 Jahre fixiert und auf 720 Stunden. Damit hätte man auch eine Legitimation für eine tarifliche Eingruppierung der Praxisanleitenden und der damit verbundenen wertvollen berufspädagogischen Arbeit. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Zimmermann von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Wehrheim von Verdi. Entgegen aller Kritik hält der Verordnungsentwurf sowohl an der jährlichen Leistungsüberprüfung als auch an der Zwischenprüfung fest. Und welche Auswirkungen hat das auf die Ausbildungsqualität und möglicherweise auch auf die Personalsituation in den Einrichtungen? Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Verdi. Melanie Wehrheim für die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft. Vielen Dank für die Frage. Aus unserer Sicht führen die genannten Regelungen zu einem unnötig hohen bürokratischen Aufwand, der noch dazu die Auszubildenden unter einen ständigen Prüfungsdruck setzt. Das kann aus unserer Sicht der Ausbildungsqualität nicht dienlich sein und birgt die Gefahr vorzeitiger Ausbildungsabbrüche. Deshalb lehnen wir die vorgesehenen Regelungen zur Zwischenprüfung und Jahreszeugnissen ab. Aus unserer Sicht reicht auch die im Vergleich zum Referentenentwurf vorgenommene Reduktion des Aufwandes nicht aus, denn es ist nicht zielführend, dass die Länder jetzt das Nähere zur Zwischenprüfung regeln sollen, da dies zu einem Flickenteppich an Regelungen führen dürfte, ohne dass klar ist, in welchem Umfang diese jeweils vorgesehen werden. Hinzu kommt, dass die Zwischenprüfung in erster Linie dem Kompromiss zum Pflegeberufegesetz geschuldet ist und dazu dient, den Ländern die Möglichkeit zu eröffnen, die bis dahin festgestellten Kompetenzen zur Zwischenprüfung einer Pflegeassistenz- bzw. Helferausbildung gleichzusetzen. Gegen diese Möglichkeit sprechen wir uns ausdrücklich aus, denn wir sehen, dass vor allem die privaten Arbeitgeberverbände hier das Anliegen zu verfolgen scheinen, eine Anrechnung auf die Fachkraftquote in der Altenpflege zu erzielen. Eine solche Absenkung der Standards lehnen wir entschieden ab. Stattdessen braucht es aufgrund der veränderten Bewohnerinnenstruktur mehr Fachkräfte. Wer es ernst meint mit der Aufwertung der Pflegeberufe, darf keine Aufspaltung pflegerischer Arbeit vorantreiben. Dass die Zwischenprüfung zwei nicht miteinander vereinbare Zielsetzungen verfolgt, wird sehr deutlich in Anlage 1. Denn einerseits sollen hier bis zur Zwischenprüfung Teilkompetenzen erworben werden. Im Widerspruch hierzu steht aber andererseits die Möglichkeit, dass die Länder die bis zur Zwischenprüfung erworbenen Kompetenzen einer Pflegeassistenz- bzw. Helferinnenausbildung gleichsetzen können. Es ist jedoch in der Ausbildungspraxis aus unserer Sicht kaum umsetzbar, curricular auf einen vorzeitigen Abschluss zu orientieren und gleichzeitig eine aufeinanderbauende Kompetenzentwicklung für eine 3-jährige Ausbildung zu gestalten.
Sofern an der Zwischenprüfung festgehalten wird, ist diese unseres Erachtens so auszugestalten, dass sie ausschließlich eine pädagogische Funktion hat und ausdrücklich nicht mit der Möglichkeit der Anerkennung einer Pflegeassistenz bzw. Helferausbildung vermischt wird. Dafür ist es erforderlich, die Zwischenprüfung ausschließlich zur Ermittlung des Ausbildungsstandes durchzuführen, bei Bedarf mit Fördermaßnahmen zu verbinden und Anlage 1 zu streichen, denn Kompetenzen müssen sich kontinuierlich entwickeln. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Schulze-Asche von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Hoppe vom Arbeitskreis Ausbildungsstätten für Altenpflege. Sie haben in Ihrer Stellungnahme kritisiert, dass es weder in der Prüfungsverordnung noch im Pflegeberufegesetz ein schlüssiges Gesamtkonzept gibt, was zwischen Helferniveaus, berufsqualifizierendem Abschluss, Weiterbildung und hochschulischer Qualifizierung klar unterscheidet. Sie möchte Sie fragen, inwieweit Sie das einheitliche Anforderungsniveau jetzt in Bezug auf Gesundheits-, Kinderkrankenpflege und insbesondere auf die Altenpflege einschätzen und wie sehen Sie die Rolle der Ausbildungsstätten für Altenpflege im Rahmen eines möglichen Gesamtkonzepts beziehungsweise in der jetzigen Ausgestaltung. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Arbeitskreis Ausbildungsstätten für Altenpflege. Ja, Birgit Hoppe, vielen Dank für die Frage. Es fehlt ein Gesamtkonzept für die berufliche Bildung, was sich schon daraus ergibt, dass wir ja 3 neue Berufe durch das Pflegeberufegesetz bekommen. Und es würde auch erforderlich machen, praktisch sozusagen sowohl die inhaltlichen Zugänge zu diesen 3 Berufen, also was die Helferqualifikation anbetrifft, neu zu schneiden, als auch die Weiterbildung neu zu denken und entsprechend die Qualifizierung auf Hochschulniveau. Es ist ja nicht so, dass wir die 3 Berufe nur zusammenpacken und addieren, sondern wir müssen ja dann beim Addieren, bei diesem ersten berufsqualifizierenden Berufsabschluss auch entscheiden, was ist in dieser ersten Berufsqualifizierung, die zu dem Fachkraftabschluss führt, prioritär. Das ist bei der vorliegenden Ausbildungs- und Prüfungsordnung aus unserer Sicht nicht erfolgt. Man kann den Eindruck gewinnen einerseits, dass die Profilbildung der Gesundheits- und Krankenpflege, also des alten Berufs, den es dann nicht mehr gibt, handlungsleitend ist und auch zielführend, was das Kompetenzniveau anbetrifft. Und auf der anderen Seite ist nicht erkennbar, auf welche Qualifizierungsanteile in den spezialisierten Ausbildungen künftig verzichtet werden muss, weil innerhalb der 3 Jahre diese ganzen Anforderungsprofile schlechterdings nicht erreichbar sind. Das bezieht sich dann auch auf die Fragen, also der Angleichung der Niveaus in den unterschiedlichen Anlagen. Die Anlage 4 ist zumindest von ihrer Zielsetzung her so konturiert, dass die Zugangsvoraussetzung, die das Gesetz hier festlegt, dass alle mit einem 10-jährigen Bildungsabschluss die Ausbildung erfolgreich absolvieren können, erreicht werden kann. Im Umkehrschluss müssten die Anlagen 2, 3 und natürlich auch die Anlage 1 mit der Zwischenprüfung angeglichen werden, weil das darf natürlich nicht nur für die Altenpflegeausbildungsberuf gelten, sondern müsste dann entsprechend auch für die anderen beiden Berufe gelten, wenn das Ziel, was mit dem Gesetz verbunden ist, ernst gemeint ist, dass man breiten Zugang ermöglicht. In der Folge müsste man dann schauen, also welche von den jetzt hier auch schon im Ausschuss angesprochenen Punkte, die eher in den akademischen Bereich gehören, beziehungsweise die einer Vertiefung entsprechen, dann in die Weiterbildung beziehungsweise in die Hochschulqualifizierung gehören. Und man müsste dann auch noch mal schauen für die Kinderkrankenpflege und die Altenpflege, wie man das, was jetzt in § 51 als möglich beschrieben ist, nämlich die vertiefenden Angebote so in Wahlpflichtmodule gießt, dass auch schon in den ersten beiden Jahren der Ausbildungszeit eine vernünftige Lernortverschränkung zwischen dem, was in der praktischen Ausbildung getan und gelernt werden soll und wie das Ganze dann in der theoretischen Ausbildung untermauert werden kann und muss gebahnt werden. Welche Module das sein könnten, sind ja auch im Begründungstext beschrieben. Die Altenpflege, um nur für die zu sprechen, die Kinderkrankenpflege kann sicherlich für sich selber sprechen, hat eben eine Menge Vertiefungsbedarfe, die zum Beispiel im Bereich des rechtssicheren Handelns können liegen, die im Umgang mit demenziell Erkrankten liegen, die hohe interaktive Qualität in der Kompetenzorientierung der Altenpflege ausmachen. Alles ist dort praktisch in Überschriften schon mal konturiert und müsste dann durch die Fachkommission in entsprechende Wahlpflichtmodule
umgesetzt werden. Wenn man das nicht tut, ist praktisch das Wahlrecht der Ausbildenden im Grunde genommen gar nicht erkennbar. Man wird sich für keinen Beruf entscheiden, von dem man nicht sehen kann, dass jenseits des Praxisortes, in dem man den Ausbildungsvertrag schließt, da auch ein eigenständiges Profil daraus erwächst. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Müller von der SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Professor Weidner. Wie beurteilen Sie die im Verordnungsentwurf enthaltenen Regelungen zur hochschulischen Pflegeausbildung, insbesondere die zur staatlichen und hochschulischen Abschlussprüfung? Herr Professor Dr. Weidner, Sie haben das Wort. Ja, danke, Frau Müller, für die Frage. Professor Weidner, Einzelsachverständiger, die hochschulische Berufsausbildung ist ja eine der Errungenschaften dieses Pflegeberufegesetzes. Das muss man einfach nochmal herausstellen. Das ist wirklich ein völlig neues Grundkonstrukt für ganz Deutschland und muss daher vom Grundsatz her begrüßt werden. Auch die Anlage 5, die die erweiterten Kompetenzen regelt, greift das auf, was im Pflegeberufegesetz ja verankert ist und führt das aus und liefert damit eine Möglichkeit, dass in Deutschland die Pflegeausbildung auch international anschlussfähig wird. An dieser Stelle erinnere ich einfach daran, dass 26 von 28 Staaten in Europa die hochschulische Pflegeausbildung als Standard kennen. Und Deutschland zieht jetzt nach. Da sieht man auch, wie insgesamt in dieser Debatte Deutschland dasteht. Im Unterschied zu dem Referentenentwurf haben wir in der jetzt vorliegenden Verordnung noch einige Verbesserungen. Das will ich herausheben, insbesondere auch, dass die Bachelorarbeit als eine hochschulische Arbeit angesehen wird und nicht als die schriftliche Prüfung der staatlichen Prüfung zugeordnet wird. Das ist auch richtig so. Das entspricht im Übrigen auch den vergleichbaren Studiengängen, die wir in Deutschland haben, also Studiengänge, die zugleich akademisch qualifizieren, als auch eine staatliche Anerkennung aussprechen. Lehramtsstudiengänge sind das, das sind Studiengänge der Medizin oder in der Jurisprudenz. Und insofern ist das ein Stück weit richtiger Weg. Nichtsdestotrotz wird in der weiteren Arbeit insbesondere auf Länderebene und im Zusammenspiel mit den Hochschulen zu klären sein, wie die Anforderungen des Gesetzes zugleich mit den Anforderungen der akademischen Qualifizierung in Übereinstimmung zu bringen sind. Und an dieser Stelle würde ich mir wünschen und würde auch empfehlen, dass man diesen Weg der hochschulischen Pflegeausbildung nicht nur, in Anführungsstrichen gesprochen, in dem Gesetz verankert, sondern es wirklich auch aufgreift in den Ländern, allerdings auch auf Bundesebene und versteht als eine neue Möglichkeit, die Fachkräftesicherung in der Zukunft zu betreiben. Das ist kein Luxusweg, das ist ein wirklich gedachter Weg der Fachkräftesicherung. Und insofern haben wir jetzt eine ganz gute Grundlage, da einzusteigen, wenn eben Bund und Länder auch die Finanzierungsfrage klären. Die brennt da ganz besonders. Danke sehr. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Riebsamen von der CDU-CSU-Fraktion. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wie bewerten Sie in der Verordnung den vorgesehenen Umfang für die Praxisanleitung nach § 4 Absatz 1 sowie die Anforderungen an die Praxisanleiter, wie sie die Verordnung in § 4 Absatz 2 und 3 vorsieht? Vielen Dank. Das Wort hat jetzt die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Bernd Metzinger von der DKG. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Wir sehen, dass die 10% Praxisanleitung während der Einsätze tatsächlich eine angemessene Größenordnung darstellen. Wir halten das für gut, auch für erforderlich, 10% der Praxiseinsätze eben entsprechend zu begleiten. Die Ausbildung oder die Berufserfahrung der Praxisanleiter ist ja um ein Jahr reduziert worden, von 2 Jahren ursprünglich vorgesehen auf 1 Jahr Berufserfahrung. Das halten wir für zielführend deshalb, weil wir für die jetzt mehr anfallenden, für die größere Zahl der entsprechenden Pflegeschüler tatsächlich auch mehr Pflegeanleiter benötigen, Praxisanleiter benötigen. Und aus diesem Grunde halten wir es für sinnvoll, dass man die Praxis
praxisrelevante Zeit vor der Praxisausbildung tatsächlich um dieses eine Jahr reduziert. Was wir noch vermissen im Gesetzentwurf ist, dass die Praxisanleiter natürlich nicht nur diese praktische Zeit verbringen mit den Anzuleitenden, sondern dass sie auch sich vorbereiten müssen und nachbereiten müssen. Das haben die Schiedsstellen mit etwa 20 Stunden pro entsprechendem Schüler für die Praxisanleitung veranschlagt. Diese Zeiten müssten auch zusätzlich noch finanziert werden. Also 20 Stunden pro Schüler müssten zusätzlich finanziert werden für die Praxisanleitung. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kippels von der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank. Die Frage richtet sich an die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Herrn Lohe. Mich interessiert auch von Ihnen, wie Sie die Rechtsverordnung in der Gesamtschau beurteilen, dies vor allen Dingen mit Blick auf die Ausbildung zum alten Pfleger oder zur alten Pflegerin. Ist es Ihrer Meinung nach sichergestellt, dass das Niveau der Pflegeausbildung mit dem Niveau des Schulabschlusses korrespondiert, der den Zugang zur Ausbildung eröffnet? Vielen Dank. Das Wort hat jetzt die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Mozlo, guten Tag, danke für die Frage. Die Anlage 4, in dem ja im Wesentlichen die Kompetenzanforderungen für die Altenpflege festgehalten sind oder formuliert worden sind, sie ist ja im Wesentlichen nochmal weiterentwickelt worden zu der ursprünglichen Fassung des Referentenentwurfs. Und aus dieser Weiterentwicklung sehen wir vor allem zwei Vorteile. Der erste ist eben genau, oder würde Ihre Frage beantworten, eben ob das Niveau der Pflegeausbildung noch mit dem Niveau der schulischen Ausbildung oder Qualifikation korrespondiert. Da würden wir jetzt sagen, ja, eben aus genau aus dem Grund, dass viele Formulierungen, die ja auch schon mal angedeutet wurden, die aus unserer Sicht eben, wenn man den europäischen Qualifikationsrahmen oder der deutsche Umsetzung dann des deutschen Qualifikationsrahmen anschaut und eben dann auch die Taxonomie, die da zugrunde liegt, da hätte man ganz klar sagen müssen, dass viele Kompetenzanforderungen eigentlich auf Niveaustufe 5, wenn nicht sogar 6 verordnet werden hätten müssen. So, und die Anlage wurde entsprechend eben auch der Anforderungen aus der Praxis dann eben so umformuliert, dass es jetzt auch mit der Taxonomie, die dem DQR zugrunde liegt, ganz klar auf Niveaustufe 4 zuzuordnen wäre und in dem Fall eben auch auf die Niveaustufe, auf die die Pflegeberufe nun mal zugeordnet sind. Von daher sehen wir da mittlerweile eben durchaus es gegeben an, dass eben diese Grundvoraussetzung, dass die Altenpflegeausbildung auch weiterhin für diejenigen möglich ist, die nur eine 10-jährige schulische Ausbildung absolviert haben, weiter eine erfolgsversprechende Berufsausbildung darstellt. Der zweite wesentliche Punkt, der mit der Weiterentwicklung der Anlage 4 aus unserer Sicht verbunden ist, ist eigentlich, dass wir dadurch eben schon auch für die Altenpflege ein Kompetenzprofil spezifisches für die Altenpflege erarbeitet werden konnte. Das hat natürlich Vorteile, weil der Beruf oder sagen wir mal, das Gesetz der Pflegeberufe-Reform, das sieht ja vor, dass der Berufsabschluss zur Altenpflege erhalten bleibt. So, und kann natürlich nur erhalten bleiben, wenn eben auch ein eigenständiges Kompetenzprofil für die Altenpflege erhalten bleibt. Und das wurde eben mit der Weiterentwicklung der Anlage 4 auch erreicht. Also von daher sehen wir sowohl die von Ihnen gestellte Frage als gegeben an, als auch die Weiterentwicklung der Anlage 4 mit Blick auf Erhalt des Berufsabschlusses für sinnvoll. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Schneider von der AfD. Ja, auch ich möchte meine Frage richten an Herrn Lohe von der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung sieht ja vor, dass Auszubildende bis zu 9 Stationen außerhalb des Ausbildungsbetriebes durchlaufen. Da werden gerade in ländlichen Gebieten unter Umständen Fahrtkosten entstehen, unter Umständen auch Übernachtungskosten. Das muss von den Betrieben, von den Ausbildenden bezahlt und organisiert werden. Wie schätzen Sie ein, wird sich das auswirken auf die Bereitschaft, gerade in ländlichen Bereichen, gerade bei kleineren Betrieben, Ausbildungsplätze anzubieten? Der BDA hat erneut das Wort. Vielen Dank auch für die Frage. Ich denke, das wird jetzt im Wesentlichen darauf ankommen, wie eben auch jetzt Bund und Länder sich darauf einigen werden, die Ausbildungsbetriebe bei der Umsetzung der Reform dann auch zu unterstützen. Ich denke, das setzt viele Ausbildungsbetriebe eben vor neue Herausforderungen. Einerseits eben überhaupt Kooperationspartner zu finden, die bis dato in dem Umfang noch nicht nötig sind. Andererseits aber eben dann auch zu ermöglichen, dass die Auszubildenden dann auch zu den Kooperationspartnern hinkommen. Eben das wird doch im ländlichen Bereich auch dann gegebenenfalls zu deutlich höheren Wegen führen und dadurch ja indirekt vielleicht auch ein bisschen die Ausbildung
die Ausbildung anbieten zu können, für kleine Betriebe erschweren. Und ich denke, da ist es schon ganz wichtig, dass jetzt bei der konkreten Umsetzung dann eben auch konkrete Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Länder erfolgen. Wie die konkret aussehen können, das kann ich Ihnen jetzt allerdings auch noch nicht beantworten. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Behrens von der SPD-Fraktion. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den Deutschen Pflegerat. Wie beurteilen Sie die verschiedenen Regelungen zur Verbesserung der Ausbildungsqualität, zum Beispiel die Vorgaben zur Praxisanleitung und Praxisbegleitung? Kann dies helfen, die neue Ausbildung attraktiver zu machen? Vielen Dank. Der Deutsche Pflegerat hat das Wort. Franz Wagner, Deutscher Pflegerat. Vielen Dank für die Frage. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sehen auf jeden Fall in der Aufwertung der Praxisanleitung, also mit der Festlegung eines bestimmten Prozentsatzes der Ausbildungszeit in der Praxis und der angestiegenen Qualifizierung und insbesondere auch der Fortbildungsverpflichtung für die Praxisanleitenden einen Fortschritt. Ähnlich wie der Berufsverband der Lehrenden im Gesundheitswesen sehen wir eigentlich einen höheren Qualifizierungsbedarf, der dort abgebildet werden müsste. Aber entscheidend ist tatsächlich, dass wir in praktische Ausbildung investieren, denn es ist heute der sicherlich im Rahmen der Rahmenbedingungen, die auch in der Praxis herrschen, ein sehr häufig problematisierter Punkt, dass eben tatsächlich Ausbildung zu wenig stattfindet, also Anleitung zu wenig stattfindet, weil man eben häufig dann doch als Arbeitskraft auch eingesetzt wird. Insofern also ein guter Ansatz. Ähnliches gilt für die Praxisbegleitung durch die Lehrenden von der Schule. Es ist wichtig, dass auch diese Verbindung sowohl zwischen den Auszubildenden und der Schule als auch zwischen der Schule und dem Träger der praktischen Ausbildung, dass da ein Austausch stattfindet, ja auch als Aufgabe formuliert, der Austausch mit den Praxisanleitenden. Allerdings sehen wir in der aktuellen Fassung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung hier einen Korrekturbedarf, denn es wird sehr in den Vordergrund gestellt, dass Praxisbegleitung eine Art Praxisanleitung mit anderen Mitteln ist, indem eben vorgeschrieben wird, es ist immer in einem direkten Austausch mit zu pflegenden Menschen. Und wir halten es angesichts der Komplexität vieler pflegerischer Versorgungssituationen eine Überforderung für die Lehrenden, tatsächlich in sehr unterschiedlichen Bereichen dann immer auch die entsprechende Detailkompetenz zu haben, um eine sichere Begleitung gestalten zu können. Insofern würden wir das gerne etwas reduziert sehen als eine Option. Das kann passen, das kommt auch immer auf die Aufgabenstellung und den Ausbildungsstand an. Aber im Vordergrund sollte mehr stehen, das ist tatsächlich eine Beratung, eine Art Supervision in Anführungszeichen, um den Auszubildenden eine Rückmeldung zu geben über ihren Ausbildungsstand, über Beobachtungen jenseits von einzelnen Techniken und Verrichtungen. Und deshalb sollte auch die Benotung, das ist ja implizit in der Notenbildung für die praktische Note, entfallen, weil das widerspricht sich etwas mit diesem Beratungsansatz. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Erich Ilsdorfer von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Herrn Professor Kölfen. Der pädiatrische Pflichteinsatz wurde als Nadelöhr in der reformierten Pflegeausbildung gesehen. Wie bewerten Sie, dass die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nun eine übergangsweise Flexibilisierung der Stunden des Pflichteinsatzes in der pädiatrischen Versorgung vorsieht? Also ist diese Verordnung so der richtige Weg für Ihren Bereich der Kinderkrankenpflege? Vielen Dank. Ich erteile der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin das Wort. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Wolfgang Kölfen. Ich bin Kinderarzt, Neonatologe und Neurologe, arbeite seit 33 Jahren vor Ort. Und die Situation ist so, dass wir in Deutschland ja Kinderkrankenschwestern haben, die ungefähr in der Größenordnung 40.000 die in den 300 Kinderkliniken aktiv sind. Diese Kinderkrankenschwestern haben vielfältigste Aufgaben, von der 24. Schwangerschaftswoche, Onkologie, Neurologie, Haut, Kinderchirurgie, also sehr vielfältige Kompetenzen, die sie ausüben müssen. Und Sie, Herr Rüdel, hatten es ja gesagt, wir brauchen Qualität und Attraktivität, weil sonst wird das nicht funktionieren. Und deshalb, ich komme sofort auf Ihre Frage zurück, ist das unser gemeinsamer Wunsch. Denn wenn Sie mit Ihren Kindern und die Eltern mit Ihren Kindern in den Kliniken sind, dann
Erwarten Sie von uns, dass derjenige, der da steht, als Schwester eine entsprechende Kompetenz hat für alle diese Felder? Das erwarten Sie von uns und das können Sie auch im Augenblick kriegen. Und deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass die Qualität nicht vernachlässigt wird. Und jedem im Raum muss klar sein, wenn Sie 60, 80, 100 Stunden Pädiatrie in dieser Ausbildung haben, das sind 7 bis 10 Arbeitstage. Ich glaube nicht, dass jemand von Ihnen so eine Schwester in der Kinderklinik haben möchte, wenn ein kinderonkologisches, ein schwerstkrankes Kind zu versorgen ist. Und deshalb ist unsere Bitte, dass wir noch mal einen Augenblick uns auf die Qualität konzentrieren. Es ist gar nicht kompliziert. Sie müssten nur meiner Ansicht nach eben sicherstellen, dass der Unterricht durch jemanden ausgeführt wird, der eine Qualifikation hat. Das ist Paragraph 2. Denn niemand von Ihnen möchte ja auch, dass der Matheunterricht vom Deutschlehrer gemacht wird und der Deutschlehrer den Matheunterricht macht. Also da brauchen wir einen Hinweis darauf, dass Qualifikation in der Pädiatrie notwendig ist. Das wäre eine unserer Empfehlungen. Und zweitens, und da komme ich zu Ihrer Frage, wir können es ja mal durchrechnen. Es gibt 320 Kinderkliniken. Jetzt haben Sie 40.000 pro Jahr, wenn es 120.000 Auszubildende sind aus der Erwachsenenpflege. Jetzt wollen Sie 40.000 in 300 Kinderkliniken schicken. Das bedeutet für kleinste Kinderkliniken, dass Sie pro Jahr 150 bis 200 Praktikanten nehmen sollen, die 5 bis 7 Tage bei Ihnen sind. Und ich glaube, jedem im Raum ist klar, dass das so nicht sinnvoll ist. Es kommt ein weiterer Aspekt dazu, den ich auch als Chef einer Klinik, der häufig als Gutachter unterwegs ist, vor Gerichten, Ihnen mit auf den Weg geben möchte, noch einmal darüber nachzudenken. Es wird ja die Frage gestellt, war die Schwester ausreichend, diese Kinderkrankenschwester, wenn ein Fehler passiert hat, ausreichend qualifiziert? Und ich muss dann sagen, sowohl die Pflegedienstleitung als wir müssen sagen, eine Schwester, die 5 bis 7 Tage in ihrer Ausbildungszeit in 3 Jahren in der Kinderklinik gewesen ist, ist haftungsrechtlich ein Riesenproblem. Und es ist ein Organisationsverschulden, wenn ich oder die Pflegedienstleitung eine solche Schwester dahinstellen würden, wo sie heute steht. Das heißt, alle diese Schwestern sind für die Kinderkliniken nicht geeignet, um die Aufgaben zu erfüllen, die die reine Generalistik machen. Und deshalb bitten wir Sie, dass Sie den Vertiefungsansatz und wir haben ja die Möglichkeit im 3. Jahr auf Kinderkrankenpflegerin die Leute noch umzuswitchen, dass Sie machen, dass Sie darauf achten bitte, dass Unterricht in den ersten 2 Jahren entsprechend pädiatrisch auch gewichtet wird. Zweitens, dass darauf geachtet wird, ich möchte keinem Arbeitgeber etwas Ungünstiges unterstellen, aber dass darauf geachtet wird, dass wer Vertiefung wählt, was das Gesetz ja vorsieht, dass der auch seine Zeiten fest in der Kinder- und Jugendmedizin macht, in der Orientierungsphase und in der Akutpflege. Das sieht das Gesetz oder diese Verordnung nicht vor. Deshalb unsere ganz dringende Bitte, Attraktivität da zu verankern. Und im 3. Jahr wäre es gut, wenn die gesamte Zeit, also wer Vertiefung macht, macht ja 350 Stunden Unterricht, diese 700 Stunden, 350 Stunden in der Kinderklinik, Pädiatrie und 700 Stunden für die Kinderkrankenschwester machen. Das wäre unser ganz dringender Wunsch. Sie müssen das Gesetz gar nicht groß ändern, aber dann können wir attraktiv die jungen Leute ansprechen und sie können sicher sein, dass sie weiterhin, wenn sie mit ihren Kindern und wenn ich mich hier so umschaue, vielleicht auch mit ihren Enkelkindern, dass sie gute Qualität vor Ort kriegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Westig von der FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Bundesverband Privater Anbieter Sozialer Dienste. Sie äußern in Ihrer Stellungnahme die Sorge, dass die erfolgreichen Entbürokratisierungsmaßnahmen in der Pflege durch die Verordnung bedroht seien. Worin besteht diese Gefahr und welche Möglichkeiten sehen Sie, dem zu begegnen? Ich darf dem BPA, dem Bundesverband Privater Anbieter Sozialer Dienste, das Wort erteilen. Ja, herzlichen Dank, Frau Westig, Bernd Theves, BPA. In der Tat halten wir das Entbürokratisierungsprojekt der letzten Legislaturperiode für eins der erfolgreichsten Projekte, wenn man den Erfolg an der Umsetzung und der Rückmeldung aus der Praxis misst. Das war ein deutlicher Erfolg. Und das Strukturmodell ist zwischenzeitlich weitestgehend in der Praxis eingeführt. Rund 60% der Altenpflegeeinrichtungen wenden dieses Strukturmodell an. Die Rückmeldung aus der Praxis ist, dass das Strukturmodell dazu beiträgt, nur noch das zu dokumentieren, was erforderlich ist und pflegewissenschaftlich notwendig ist und damit eine deutliche Entlastung der Pflegekräfte von unnötiger Dokumentation mit sich gebracht hat. Die Verordnung bedroht diese Entwicklung insofern, als dass die Pflegediagnostik eingeführt werden soll. Die Pflegediagnostik hat zum zentralen Element eine umfangreiche Dokumentation. Und die Entbürokratisierung der Pflegedokumentation wäre damit gefährdet. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass dieser neue Pflegeprozess, der darauf basiert, nur die zentralen Aspekte zu dokumentieren, gelehrt wird, und zwar für alle Pflegekräfte, egal ob in der Altenpflege oder in der Kinderkranken- oder Krankenpflege, um diesen Erfolg der letzten Legislaturperiode dringend zu erhalten. Die Erforderlichkeit ergibt sich auch daraus, dass eine neue Ausbildung die neueren Entwicklungen in der Praxis berücksichtigen sollte und dabei eben entsprechend diese auch zum Gegenstand der Ausbildung machen sollte. Dieses Strukturmodell ist in der Verordnung in der Begründung erwähnt. Allerdings gibt es da aus unserer Sicht zwei, drei Verbesserungsbedarfe. In erster Linie bestehen die daraus, dass dort der Eindruck erweckt wird, dieses Strukturmodell wäre ausschließlich für die Pflege älterer Menschen geeignet. Das ist unzutreffend. Dieses Strukturmodell ist genauso für die anderen Bereiche der Pflege geeignet und insofern eben als solches auch zum Gegenstand der Ausbildung zu machen und unmittelbar in die Ausbildungsverordnung so zu übernehmen, um diesen Erfolg auch für die Zukunft zu sichern. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Zimmermann von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Christine Lachner. Hat die praktische Ausbildung in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung den notwendigen Stellenwert? Und wie beurteilen Sie die Absenkung der erforderlichen Berufserfahrung für die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter in Hinsicht auf die Ausbildungsqualität? Vielen Dank. Ich darf das Wort erteilen, Frau Lachner. Guten Tag, mein Name ist Christine Lachner. Ich bin seit fast 40 Jahren in der Pflege tätig, bin Praxisanleiterin auf einer Intensivstation hier in Berlin. Ich persönlich bedanke mich sehr, dass ich hier sein darf. Also an der Frage, ob man jetzt 2 Jahre Berufserfahrung oder 1 Jahr Berufserfahrung hat, hängt mein Herz eigentlich gar nicht, weil ich glaube, wichtig ist die Motivation desjenigen, der Praxisanleiter ist. Vielmehr finde ich es wichtig, dass wir eine qualitativ hochwertige Ausbildung bekommen als Praxisanleiter. Ich glaube nicht, dass 300 Stunden dafür ausreichend sind. Ich finde, wir sollten gleichgesetzt werden allen Fachweiterbildungen in der Pflege mit 720 Stunden. Das wäre auch tarifrechtlich eine sehr gute Sache. Zurzeit arbeiten, ich würde sagen, der Großteil der Praxisanleiter ohne jeglichen monetären Ausgleich für die Tätigkeit, die wir dort machen. Wir haben sehr viel größere Anforderungen jetzt durch dieses Gesetz, durch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir besser ausqualifiziert werden. Denn wir müssen sehr viel mehr benoten. Wir haben sehr viel mehr Prüfungen. Wir haben ein großes Spektrum an Auszubildenden, also an Bereichen. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, dass wir besser qualifiziert werden. Wichtig finde ich auch, noch mal darauf hinzuweisen, dass
nur Pflegefachkräfte ausbilden sollten und nicht Fachkräfte, die zum Beispiel in einer Kinderarztpraxis arbeiten, dort womöglich MFA sind. Denn wenn ich die Ausbildungs- und Prüfungsordnung richtig lese, ist das durchaus möglich, dass die Pflegefachkräfte ausbilden. Da möchte ich noch mal darauf hinweisen. Dann finde ich es auch sehr wichtig, dass man ins Gesetz mit reinschreibt, dass der Arbeitgeber zuständig ist dafür, also der Träger der Ausbildung, dafür zuständig ist, wenn wir Fortbildung haben. Die 24 Stunden begrüße ich sehr, da freue ich mich auch drüber, dass wir jetzt endlich Fortbildung machen müssen. Aber das sollte nicht so sein, dass wir als Praxisanleiter diese Fortbildung zahlen müssen oder in unserer Freizeit machen müssen. Der Arbeitgeber hat ein Interesse daran, dass er gut Ausbildung bildet. Deshalb finde ich wichtig, dass man das festschreibt. Ich habe auch große Schwierigkeiten damit, wenn ich mir angucke, was mit der Altenpflegeausbildung passiert. Eigentlich dachte ich, das Gesetz soll deshalb unter anderem gemacht werden, dass alle Berufe, die in der Pflege sind, qualitativ aufgewertet werden. Ich sehe auch hier eine Abwertung und finde das auch für mich als Praxisanleiterin, wenn ich dann solche Auszubildenden habe, sehr, sehr schwierig, in unterschiedlichen Strukturen auszubilden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Pilsinger von der CDU-CSU-Fraktion. Ich hätte noch mal eine Frage an den Berufsverband für Altenpflege. Mich würde auch von Ihnen interessieren, wie Sie das Niveau der neuen Altenpflegeausbildung gerade im Vergleich zur bisherigen Ausbildung bewerten. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Deutsche Berufsverband für Altenpflege. Ja, Bodo Kaisner Hesse, Deutscher Berufsverband für Altenpflege. Vielen Dank für die Frage. Zu den Anlagen 2 bis 4 positionieren wir uns so, dass wir sagen, dass die Kompetenztiefe für alle Anlagen gleich sein muss. Wir glauben nicht, dass es sinnvoll ist, eine unterschiedliche Tiefe zu haben. Es ist aber sicherzustellen, dass alle Berufe, die dort ausgebildet werden, schaffbar sind für den Personenkreis der 10-jährigen allgemeinen Schulbildung. Und das sehe ich in allen Anlagen eben zurzeit nicht gegeben. Insgesamt halte ich es für wichtig, um die hohen Ausbildungszahlen, die wir in der Altenpflege haben, die sind beträchtlich gestiegen in der letzten Zeit. Das hatte etwas mit Profilbildung der Altenpflege zu tun, dass diese Profilbildung nicht verloren gehen darf. Deswegen muss die Anlage 4 ein eigenständiges Profil haben und dieses Profil muss sich auch in den ersten beiden Jahren im Rahmen der Verbindung der beiden Lernorte Theorie und Praxis wiederfinden, weil sonst arbeiten diese Lernorte völlig voneinander losgelöst. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Schulze-Asche von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an die Einzelsachverständige Frau Frommelt. Mir hat besonders gut in Ihrer Stellungnahme gefallen, dass Sie auf das Pflegeverständnis eingegangen sind und darauf hingewiesen haben, dass Menschen ja auch das Recht haben auf partizipative Gestaltung des Pflegeprozesses. Sie verbinden es auch noch damit, dass Sie sagen, hier sollen ja nicht nur Einzelpunkte abgehakt werden, sondern der Pflegebedürftige auch mit seinen Ressourcen wahrgenommen werden. In Kompetenzkatalogen ist sicherzustellen, dass allen, und möchte noch mal das All betonen, auszubildenden Kompetenzen zur Effektivität von Pflegedokumentationen und damit auch die Möglichkeit zur Entbürokratisierung Potenziale in der Pflege vermittelt werden sollen. Können Sie uns in dem Zusammenhang vorstellen, was diese strukturierte Informationssammlung, die Sie erwähnen, zur entbürokratisierten Pflegedokumentation, für Möglichkeiten bietet? Vielen Dank, Frau Frommelt. Sie haben das Wort als Einzelsachverständige. Ich danke für das Wort und für die Frage. Ich bin einleitend als Einzelsachverständige lange von Anfang an im Lenkungsausschuss zum Strukturmodell dabei gewesen und bin immer noch dabei. In der Tat, lassen Sie mich das vorausschickend sagen, sehe ich in dem vorliegenden Gesetz und auch in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ein Ungleichgewicht der Pflegeverständnisse, der herkömmlichen Pflegeverständnisse aus der Krankenpflege und aus der Altenpflege. Die Kinderkrankenpflege sprach für sich selbst. Es sind ja nicht alle krank, die pflegebedürftig sind und umgekehrt. Das heißt, es müssen beide Logiken in diesem Gesetz
Berücksichtigung finden. Und das tun sie nicht, wenn man zum Beispiel sieht, dass die Pflegediagnostik einen so prominenten Platz bekommt. Nehmen Sie bitte die Logik her, alle Fische sind keine Heringe, alle Heringe sind Fische. Und nehmen Sie das jetzt mal bitte mit der Pflegediagnostik und mit dem Pflegeprozess, dann sehen Sie dieses Ungleichgewicht. Ein Teil dieses Ungleichgewichts ist aufgefangen, zum Beispiel mit dem Pflegeverständnis, das sich hinter dem Strukturmodell versteckt. Da sieht man, wie Komplexität auf eine andere, nämlich hermeneutische Art pflegerisch angegangen wird, in guter pflegerischer Tradition und nicht nur rein analytisch, diagnostisch. Beides führt zum Ziel, aber beides richtig angewandt führt zum Ziel. Deshalb müssen sämtlichen Kompetenzprofilen die Pflegediagnostik als ein Weg, um Pflege gut in den Rahmensetzungen geben zu können, wie auch sowas wie narrative Interviews, um ein Pflegeziel direkt im Aushandlungsprozess mit dem Menschen aller Altersgruppen, nicht nur alter Menschen, ermitteln zu können und daraus dann die entsprechenden Maßnahmen ableiten zu können. Ich sehe auch in der eine absolute Ungleichbehandlung in den Praxisorten. Wir sind in Verhandlungen mit den Krankenhäusern zu den Kooperationsverträgen. Wir sehen hier nicht, dass es genügend Ausbildungsplätze, Kapazitäten in den Krankenhäusern geben wird, abgesehen von der Kinderkrankenpflege, um alle in der Altenpflege Auszubildenden oder in der Generalistik Auszubildenden in diese Niveaus, in diese Praxisbereiche hineinzuführen. Wir brauchen also dringend eine bessere Balance in diesen Grundverständnissen eines Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der ja auch im SGB 11 übers 9 und 5 hinweg für alle Sozialgesetzbücher gilt, wie auch mit gewissen Spezialisierungslogiken im Krankenhaus. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Stamm-Fiebig von der SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Weidner. Das Pflegeberufegesetz tritt im Januar 2020 in Kraft. Welche Probleme würden Ihrer Meinung nach entstehen, vor allem in der Pflege, wenn die Verordnung nicht oder verzögert kommen würde? Herr Professor Weidner, Sie haben das Wort. Ja, danke sehr, Frank Weidner nochmal, Einzelsachverständiger. Ja, das wäre schon eine mittlere Katastrophe, wenn wir uns das vorstellen. Wir diskutieren ja nun schon seit 20 Jahren über eine wirklich grundlegende Reform. Und wir diskutieren nicht nur, sondern es sind vor allen Dingen die Einrichtungen, die Bildungseinrichtungen und es sind die Einrichtungen, die die Versorgung sicherstellen, die natürlich bemerken, dass die Anforderungen an die pflegerische Versorgung in allen Bereichen, im ambulanten Bereich, in den stationären Bereichen, in der Langzeitpflege, sich noch einmal drastisch verändert haben in den letzten 20 Jahren. Und vor diesem Hintergrund ist sozusagen diese Debatte ja schon lange im Gange. Sie ist sicherlich auch, weil sie kontrovers geführt wird, hat sie Jahre gebraucht. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, an dem wir uns wirklich fragen müssen, was ist verantwortbar an dieser Stelle? Und insofern gehe ich nicht davon aus, dass oder würde ich nicht empfehlen, den Prozess noch einmal zu verzögern. Wir sehen ja auch in den Empirien, also in den Befragungen der letzten Zeit, dass die Zustimmung zu Reformen ganz generell kritischer wird in den Einrichtungen. Ganz einfach deswegen, weil Sie sagen, wir wissen einfach nicht, auf was wir uns einstellen sollen und einstellen können. Der Druck wird immer größer. Wir brauchen jetzt eine entsprechende Lösung. Insofern kann ich einfach nicht empfehlen, das noch länger hinauszuzögern. Wir sind schon lange dran. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Lassen Sie mich noch eines sagen, weil das mitschwingt an dieser Stelle, dass natürlich ein Gesetz, was bereits einige Prozesse der Veränderung erlebt hat, von einem ursprünglich generalistischen Ansatz ausgegangen ist, so wie er eben international üblich ist, auch akademisch üblich ist, zu einem Modell 2 Jahre Generalistik und dann ein drittes Jahr mit Spezialisierungsphasen. Nun über die Verordnung gewisserweise eine weitere Stufe, eine weitere Eskalation, so würde ich es ja sagen, habe ich in meiner Stellungnahme auch deutlich gemacht, nämlich dadurch, dass es eine Abweichung gibt in einem der Berufe in der Altenpflege nach unten. Das ist alles problematisch. Das ist aus unserer Sicht, aus fachlicher Betrachtung problematisch, weil es ja eine gleichwertige Kombination aus Kompetenzen sein soll. Wir hoffen natürlich,
natürlich, dass das in der verbleibenden Zeit korrigiert werden kann. So habe ich das auch in meiner Stellungnahme deutlich gemacht. Nichtsdestotrotz, das will ich auf Ihre Frage klar antworten, eine Verzögerung hielt ich nicht für gut, in keinster Weise für verantwortbar und auch jetzt nicht aus diesem Kontext heraus für machbar. Ich empfehle dringend die Umsetzung zum 01.01.2020 des Gesetzes und der Verordnung. Danke sehr. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke von der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich stelle sie an Frau von Germetten-Ortmann vom Deutschen Caritasverband. Und sie knüpft im Grunde an eine Debatte, die wir vor vielen Jahren in der letzten Legislatur schon mal hatten, europarechtlich Qualifikationsvoraussetzungen für den Einstieg in die Pflegeausbildung. Damals waren sich alle Fraktionen einig. Uns als Unionsfraktion war es besonders wichtig, dass man als Absolvent aller drei Schularten, also explizit auch mit erweitertem Hauptschulabschluss, in eine moderne Pflegeberufeausbildung einsteigen kann. Und daran halten wir fest. Und wir würden deswegen gerne wissen, ob Sie diese Zielsetzung mit der vorliegenden Rechtsverordnung in Vereinbarkeit sehen. Vielen Dank. Das Wort hat der Deutsche Caritasverband. Ja, Brigitte von Germetten-Ortmann für den DCV. Ich danke Ihnen erstmal für die Formulierung erweiterter Hauptschulabschluss, weil auch hier wird überwiegend falsch debattiert. Die jungen Menschen, die in die Ausbildung kommen, manchmal sind es auch welche, die Lebenserfahrung mit schon gewonnen haben, haben in einem erweiterten Hauptschulabschluss, nämlich schon entweder eine Helfer- oder Assistenzausbildung durchlaufen oder in einem anderen Berufsabschluss bewiesen, dass sie eine Ausbildung schaffen können. Es ist heute schon in der Kranken- und Altenpflege so, dass wir mit diesem erweiterten Hauptschulabschluss ja Absolventen haben und sie auch diese Ausbildungsgänge durchlaufen. Ich selbst komme aus Paderborn. Wir hatten das Modellprojekt Generalistische Pflegeausbildung. Wir hatten in diesem Modellprojekt auch diese Teilnehmer. Es war bunt gemischt. Was uns wichtig ist, ist, dass man auch noch mal sieht, dass die langjährige Erfahrung der Lehrenden in der Schule, aber auch der Praxisanleiter und der Mitarbeiter vor Ort, es kennen, dass wir unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen und auch manchmal Motivation, manchmal Lernverhalten, manchmal Kompetenzen haben. Und man sollte den Lehrenden schon zutrauen, dass sie auch Konzepte der Unterstützung entwickeln. Und zwar nicht erst, wie es im Gesetz vorgesehen ist, nach der Zwischenprüfung, wenn man da sieht, das ist nicht so ganz gut, sondern dass sie das von vornherein machen. Wir haben übrigens auch diese Unterstützungsnotwendigkeiten manchmal in spezifischen Bereichen bei jemandem, der die mittlere Reife hat oder auch der das Abitur absolviert hat. Das ist eben nur in den Feldern. Der DCV hat sich damals auch in Brüssel sehr dafür eingesetzt, dass man eben mit einer 10-jährigen Schulausbildung in die Ausbildung gehen kann. Wir sehen das heute auch noch so. Wir halten es für notwendig, dass die Teilnehmer, die Auszubildenden, wirklich gut gefördert werden, gut begleitet werden. Deswegen sind wir auch froh, dass die Praxisanleitung jetzt freigestellt ist. Das ist für den praktischen Bereich, dass die Praxisbegleitung noch mal festgezurrt ist, sodass man Theorie und Praxis gut miteinander verbinden kann. Und wir gehen auch davon aus, dass sich das Niveau der Anlage 2 und 3 auch in der Anlage 4 erreichen ließe, die ja sehr abgesenkt worden ist. Es ist mehrfach schon gesagt worden. Wir denken, dass es notwendig ist, eben auf diese Konzepte zu setzen, aber auch auch zu gucken, dass junge Leute motiviert werden und dass junge Leute nicht automatisch, dass man sagt, ja, hier hast du einen Hauptschulabschluss und dann kannst du das eventuell nicht schaffen. Also wir setzen uns da sehr für ein. Wir werden da Konzepte entwickeln. Wir haben in den Schulen heute schon Konzepte und wir denken, es ist überhaupt kein Hindernis, geeignete Hauptschulabsolventen mit dem erweiterten Hauptschulabschluss auch in eine dreijährige Pflegeausbildung, Generalistik, Kinderkrankenpflege oder aber auch Altenpflege zu geben, die mit dem gleichen Niveau endet. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Professor Dr. Gerke von der AfD-Fraktion. Ja, meine Frage geht an die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände. Sie begrüßen in Ihrer Stellungnahme den vorgelegten Entwurf als richtiges politisches Signal für die Altenpflege. Wenn man
nun nachrechnet, sinkt die praktische Ausbildung, also die am Pflegebedürftigen in der Altenpflege, von 2.500 Stunden auf eine Untergrenze von 1.300 Stunden. Welchen Einfluss hat das Ihrer Meinung nach auf die Handlungs- und Qualitätsstandards und die spätere Fachkompetenz? Und wo sehen Sie da das richtige politische Signal für die Altenpflege? Und sollte der Entwurf nicht zumindest in diesem Bereich verändert werden? Vielen Dank. Ich darf dem BDA das Wort erteilen. Vielen Dank für die Frage. Also zunächst einmal sehen wir das richtige Signal eben in dem, was hier deutlich von anderer Seite kritisiert wird, eben, dass die Anlage 4 konkret, wo eben die Kompetenzanforderungen ausformuliert sind, von ihren Formulierungen und von der Taxonomie eben, wie schon erwähnt, eben jetzt auf dem richtigen Niveau, eben der QR Niveau 4 zu verordnen wären, was eben das Niveau einer beruflichen Ausbildung entspricht. Vorher hatten wir Niveaustufen, die wir auch in Anlage 3 und 2 weitersehen, die dem Niveau deutlich, von der Formulierung deutlich übersteigen und eben eher auf DQR-Niveau 5 oder 6, und 6 ist ganz klar Bachelor-Niveau, also ein akademisches Niveau, zu verordnen sind. Da sehen wir eben den richtigen politischen, das richtige politische Signal zu sagen, die Leute, die jetzt in der Altenpflege sind, die vielleicht eben nicht von ihren Kompetenzen, die sie von zu Hause, Personalkompetenzen mitbringen, die Fähigkeiten haben, ein Studium zu absolvieren, dass die jetzt eben weiterhin eine Berufsausbildung in dem Bereich auch absolvieren können und dann eben auch einen zukunftsträchtigen Beruf. Man muss ja auch mal sagen, die Altenpflege ist ja einer der Bereiche, die ein Wachstumsbereich sind und wo wir reden ja nicht umsonst um Fachkräftemangel. Also die Leute suchen händeringend qualifizierte Personen, die in diesem Bereich arbeiten können. Also es ist auch eine große Chance für viele Leute, die eben in anderen Bereichen vielleicht weniger Möglichkeiten haben, sich beruflich zu entwickeln, in dem Bereich, wenn sie qualifiziert sind natürlich, dort auch Zukunftsperspektiven für sich zu verwirklichen. Und genau das sehen wir als politisch richtiges Signal, dass man diese Leute eben jetzt durch die Anpassung auch sagt, wir wollen euch weiter für diesen Beruf haben. Wir sehen, dass ihr gute Arbeit leistet de facto schon und wir glauben auch, dass ihr weiter gute Arbeit leistet werdet. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Moll von der Fraktion der SPD. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Dr. Bodo de Vries, und zwar folgende. Im vorliegenden Entwurf wurden die einzelnen Regelungen für die Prüfungen, zum Beispiel in Bezug auf die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses, noch einmal verändert. Wie beurteilen Sie diese Änderungen und halten Sie die Vorgaben für die Prüfungen insgesamt für praxisgerecht? Vielen Dank. Der Einzelsachverständige Dr. de Vries hat das Wort. Ja, sehr geehrte Abgeordneten, Herr Rödel, ich bedanke mich herzlich für die Frage. Die Zusammensetzung der Prüfungskommission, der Prüfungsmodalitäten in dem Kabinettsentwurf ist nochmal angepasst worden. In der Sache basiert er auf Erfahrungen unterschiedlicher Bundesländer, die hier zu einem Kompromiss geführt worden sind. Der Deutsche Evangelische Verband für Altenhilfe betrachtet diese Voraussetzungen für hinreichend und praktikabel, insbesondere aufgrund der Reduktion der Komplexität auch bei den Zwischenprüfungen. Wir möchten noch mal darauf hinweisen, dass bei dem Genehmigungsvorbehalt und der Einwilligung des Prüfungsvorsitzenden bei der Einbeziehung von Pflegebedürftigen bei der Prüfung ein wichtiger Bestandteil aufgenommen worden ist, der auch die fachliche und ethische Qualität des Prüfungsgeschehens absichert. Wir finden in der Differenzierung der Prüfungsaufgaben, die bei der praktischen und mündlichen Prüfung aus unterschiedlichen Versorgungsbereichen kommen soll, einen zielführenden Ansatz, der auch ein unterschiedliches Kompetenzprofil absichert. Bei der Zusammensetzung des Prüfungsausschusses selbst sehen wir eine Formulierung des Ausschussvorsitzenden, der vor allem die formalen und korrekten Anforderungen an den Prüfungsverlauf verantwortet. Dies halten wir für hilfreich. Demgegenüber ist jedoch die Prokura für den Vorsitzenden selbst auch fragend, in die mündliche Prüfung einzugreifen, nur dann
für notwendig, wenn dieser auch eine fachliche Kompetenz dazu hat. Wir würden darum bitten, das ergänzend aufzunehmen. Wir freuen uns darüber, dass im Kabinettsbeschluss das ärztliche Attest beim Rücktritt von einer Prüfung als Vorschlag auch von uns aufgenommen worden ist. Wir halten es allerdings für völlig überzogen, dieses Attest an ein amtsärztliches Attest im Regelfall zu binden, sondern dies nur in begründeten Zweifelsfällen in dieser Qualität zu fordern. Das halten wir für wenig praxistauglich in der Vollständigkeit, wie es jetzt dargestellt ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Professor Dr. Schmidtke von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, BPA, hier vertreten durch Herrn Tews. In die Verordnung wurde neu die Pflicht der zuständigen Landesbehörde aufgenommen, Auszubildende rechtzeitig über ihr Wahlrecht hinsichtlich der Abschlüsse in der Kinderkrankenpflege und der Altenpflege zu informieren. Wie beurteilen Sie diese Verpflichtung? Der BPA hat nun das Wort. Ja, Bernd Tews, BPA. Herzlichen Dank für die Frage. Wir sind der Auffassung, dass das, was in den letzten Monaten bereits passiert ist, nämlich dass einige Verbände explizit angekündigt haben, dass sie zukünftig ausschließlich generalistisch ausbilden werden und dass sie die Möglichkeit der zukünftigen Spezialisierung im Bereich der Alten- und Kinderkrankenpflege nicht hinreichend als Möglichkeit darstellen wollen, kritisch. Und insofern halten wir das für richtig, dass der Gesetzgeber die Verordnung noch einmal angepasst hat, weil ja aus unserer Sicht grundlegend die Absicht besteht, auch mit der Verordnung alle drei Berufsabschlüsse gleichrangig zu behandeln. Und bisher ist es ja so gewesen, dass nach 2 Jahren diejenigen, die eine Vertiefung gewählt haben in der Kinderkrankenpflege oder in der Altenpflege, sich entscheiden konnten, ob sie im dritten Jahr eben die spezifische Ausbildung in diesen beiden Bereichen vornimmt. Dazu musste aber die Wahlentscheidung getroffen werden. Das war bisher nicht explizit vorgesehen, dass es einen Hinweis gibt auf diese Wahlentscheidung. Und ohne diese Wahlentscheidung wäre zu befürchten gewesen, dass so etwas wie eine klammheimliche Entscheidung der Träger oder der Schulträger dazu geführt hätte, dass die Möglichkeit der Wahl, die der Gesetzgeber explizit diesen Auszubildenden geben wollte, nicht hätte ausgeübt werden können. Insofern begrüßen wir das ausdrücklich, dass der Gesetzgeber jetzt vorsieht, hier dieses Wahlrecht noch mal explizit auch nach der zweijährigen generalistischen Ausbildung dem Auszubildenden anheimzustellen und ihm damit die Möglichkeit einzuräumen, auch eine dieser beiden Spezialisierung und Vertiefung entsprechend zu wählen. Das war aus unserer Sicht auch erforderlich, um eben die eben schon ausgeführten Verwerfungen für die Zukunft zu vermeiden. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Westig von der FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den Deutschen Caritasverband. Gegenüber dem Referentenentwurf wurden im Gesetzentwurf die digitalen Kompetenzen besser abgebildet. In den Kompetenzkatalogen werden die Bereiche Pflegedokumentation, Assistenzsysteme und die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien konkret benannt. Wie bewerten Sie diese Neuregelungen? Sind sie ausreichend, um Pflegekräfte auf die digitale Transformation vorzubereiten? Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Deutsche Caritasverband. Brigitte von Gerbeten-Ortmann, Deutscher Caritasverband. Es war uns enorm wichtig, dass die Vorbereitung auf die digitale Transformation auch in diesem Gesetz Niederschlag findet. Und wir sind da auch sehr erfreut, dass an einigen Stellen es aufgenommen worden ist. Also wir haben ja im Augenblick eben tatsächlich, Sie sagten es bereits, Pflegedokumentation, Assistenzsysteme und Nutzung moderner Informationskommunikationstechnologien sind jetzt beispielhaft benannt. Uns geht es noch mal ein Stück weiter. Gerade im Gesundheitsbereich ist diese Digitalisierung oder sogar digitale Transformation, wie man es nennt, ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die Zukunft.
Und es ist durchgängig durch die Ausbildung zu gewährleisten, dass Auszubildende tatsächlich eine Kompetenz erwerben, auch diese Digitalisierungsprozesse für ihr Arbeitsfeld mit bewerten zu können und nicht nur blind anwenden zu können. Wir haben da etwas Sorge auch, dass wir, wenn eine solche Kompetenz vielleicht nicht da ist, wir die Fortschritte, die durch die Entbürokratisierung im Bereich der Pflegedokumentation erreicht worden sind, wieder zurückgefahren werden. Denn Digitalisierung bedeutet nicht immer, dass das alles sehr unterstützend ist, sondern Auszubildende und die Fachkräfte müssen anschließend auch wissen, wo sind welche unterstützenden digitalen Systeme hilfreich, wo können wir Kommunikationsmedien einsetzen, wie laufen zum Beispiel Gespräche mit Patienten, Klienten, die auf dem flachen Land etwas entfernt sind. Sie müssen bewerten können, wo diese digitalen Möglichkeiten genutzt werden und wo sie kontraproduktiv sind und wo sie gegebenenfalls auch noch wieder ein Mehr an Aufwand bedeuten, ohne sie zu entlasten. Das ist etwas, wo wir sagen, das sollte sich in den 3 Jahren noch mal durchziehen. Und wir würden uns da auch noch mal wünschen, dass der Erwerb dieses Anbahnen dieser Kompetenz zur Bewertung auch des Einsatzes von digitalen Unterstützungssystemen, nenne ich es jetzt mal ganz breit, auch noch mal explizit aufgeführt wird. Wir sehen im Kompetenzbereich 5 dort eine Möglichkeit, es dort anzudocken, damit es auch ganz explizit benannt ist. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Erich Elsdorfer von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Meine Frage geht an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Wie Sie sehen, wir setzen uns ja sehr verantwortungsvoll und kritisch auch mit der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und generell auch mit der Pflegeberufereform auseinander. Und wie wir aus Ihren Antworten hören, ist das auch absolut notwendig. Deshalb möchte ich gerne wissen, trägt Ihrer Einschätzung nach die modernisierte Ausbildung für die Pflegeberufe, wie sie mit der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nun, wie ja im Pflegeberufereformgesetz auch vereinbart, wie sie Ihnen hier vorliegt, wenn wir die so auf den Weg bringen, trägt sie dazu bei, dem bestehenden Fachkräftemangel in der Pflege zu begegnen? Vielen Dank, ich darf Ihnen das Wort erteilen. Also zunächst mal würde ich sagen, dass hier die Grundlage dafür geschaffen wurde. Und zwar haben wir durch die Pflegeberufereform jetzt attraktive Qualifikationen geschaffen, die die Fachkräfteproblematik per se noch nicht lösen, aber eine Grundlage dafür schaffen, dass Leute überhaupt Interesse weiter an diesem Beruf haben. So, generell würde ich allerdings sagen, wenn es um die Fachkräfteproblematik geht, geht es ja nicht darum zu sagen, wir haben einen Beruf oder Berufe modernisiert, sondern warum entscheiden sich denn Jugendliche oder Menschen für diesen Ausbildungsberuf? Und das ist nun per se aus unserer Erfahrung nicht unbedingt, dass der Beruf besonders modern ausgestaltet ist in der Ausbildung, sondern man guckt sich normalerweise konkret die Tätigkeitsfelder an, guckt sich an, was gibt es nachher für Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb eines Berufes, also Karrieremöglichkeiten, wie kann der Beruf auch Familie und Beruf oder wie kann Familie und Beruf innerhalb dieses Berufsfeldes in Einklang gebracht werden. Das sind ja alles Aspekte, die bei einer Berufswahl einspielen. Das heißt, wir haben hier bestimmt einen Grundpfeiler gelegt, weil wir attraktive Pflegeausbildungsberufe haben. Aber damit die Pflege oder der Fachkräftemangel in der Pflege wirklich angegangen werden kann, sind, glaube ich, die anderen Bereiche, ich glaube, sind wir uns auch alle einig, dass wir da noch einiges tun müssen, damit die anderen Bereiche eben auch attraktiver werden oder der Pflegeberuf als solches vielleicht dann auch attraktiver wahrgenommen wird und nicht mehr nur in den Schlagzeilen negativ oder nur negativ Schlagzeilen macht. Man muss ja auch positiv wahrgenommen werden von den Leuten, damit man wieder die Idee hat, da auch wirklich arbeiten zu können. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage dem BDA. Dann darf ich das Wort jetzt erteilen der Frau Schulte von der SPD-Fraktion. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne eine Frage an Professor Weidner stellen. Und zwar frage ich, wie beurteilen Sie die im Vergleich zum Referentenentwurf deutlich reduzierten Vorgaben für die Zwischenprüfung, vor allem im Blick auf den Personal- und Organisationsaufwand in den Schulen?
Vielen Dank, Herr Professor Weidner, Sie haben das Wort. Ja, Frank Weidner, nochmal Einzelsachverständiger. Ja, die Zwischenprüfung ist natürlich durch das Pflegeberufegesetz vorgegeben. Sie ist da impliziert und in der Anlage 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nun im Niveau beschrieben. Sie folgt einem allgemeinen Rahmenmodell, das ja auf alle Anlagen übertragen ist, in 5 Kompetenzbereichen und beschreibt dort die entsprechenden Kompetenzen, die erwartet werden von Auszubildenden, die 2 Jahre diese Ausbildung absolviert haben. Von daher ist das eine Erfüllung des Pflegeberufegesetzes. Wir haben heute schon öfter gehört und ich habe es nur kurz in meiner Stellungnahme erwähnt, dass eine Zwischenprüfung, die nicht zwingend eine Bedeutung hat für die Auszubildenden und die nicht zwingend sozusagen für die Lehrkräfte dann auch vermittelbar ist, für die Schulen eine große Problematik darstellt. Also entweder man hat eine Prüfung und diese Prüfung hat Bedeutung oder man hat eine Prüfung und oder sie hat keine Bedeutung, dann lässt man sie. Nun haben wir die, wie gesagt, wir haben die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, sie kann diese Zwischenprüfung nicht zurückfahren und insofern ist es richtig, sie zu beschreiben, die Kompetenzen zu beschreiben. Das ist in dem Begründungsrahmen sehr richtig in dem Referentenentwurf schon gewesen. Wir haben ja keine großen Veränderungen seit dem Referentenentwurf in dieser Form. Beibehalten haben wir allerdings den Umstand, dass es eine Zwischenprüfung gibt, die eben für diejenigen, die die Ausbildung fortsetzen wollen, keine Bedeutung hat. Und das ist etwas, das überlegenswert wäre, das sozusagen aufzunehmen, wenn man eine Zwischenprüfung hat, dann sollte sie auch Bedeutung für alle Beteiligten haben. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Harald Weinberg von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht nochmal an Verdi, Frau Wehrheim. Und zwar, weil ich aus der Stellungnahme und auch aus der jetzt aktuellen Pressemitteilung nochmal entnommen habe, dass da eine sehr große Befürchtung da ist, dass die Ausbildungs- und Prüfungsordnung nicht verhindern kann, dass die Altenpflege zur großen Verliererin der Reform der Pflegeberufe wird. Welche Regelungen der Verordnung begründen die Einschätzung und welche Voraussetzungen sind aus Ihrer Sicht dringend nötig, damit das nicht geschieht? Vielen Dank. Das Wort hat Verdi. Melanie Wehrheim für die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft. Vielen Dank für die Frage. Es ist überfällig, die Attraktivität der Pflegeberufe zu steigern und es kommt jetzt darauf an, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Deshalb sehen wir die im Vergleich zum Referentenentwurf vorgenommenen Änderungen in der Anlage 4 sehr kritisch, da sie darauf zielen, das Ausbildungsniveau für den Berufsabschluss als Altenpflegerin deutlich abzusenken, und zwar sowohl im Vergleich zum Status quo als auch im Vergleich zu den anderen Pflegeausbildungen. Diese geplante Abwertung der Altenpflege ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar. Es macht zwar einen Unterschied, ein Kleinkind oder einen älteren Menschen zu pflegen, das ändert aber nichts am erforderlichen Qualifikationsniveau der Profession. Und deshalb brauchen wir gleichwertige Berufsabschlüsse im Rahmen des Pflegeberufegesetzes und einseitige Veränderungen in der Anlage 4 darf es aus unserer Sicht nicht geben. Ansonsten wird die Altenpflegerin zur Verliererin der Reform. Zudem ergibt es aus unserer Sicht keinen Sinn, in den ersten beiden Jahren der Ausbildung den Grund für weitergehende Kompetenzentwicklung zu legen und diese dann im dritten Ausbildungsjahr wieder zurückzunehmen. Aufgrund der anspruchsvollen Anforderungen an die pflegerische Versorgung braucht es in allen Bereichen eine qualitativ hochwertige Ausbildung. Die Ausbildung in der Altenpflege muss den anspruchsvollen Anforderungen an die pflegerische Versorgung gerecht werden. Und es geht hier letztlich um eine qualifizierte, menschenwürdige Pflege in der letzten Phase des Lebens. Die Debatte zeigt aus unserer Sicht, es braucht einen Perspektivwechsel. Und zwar muss Ziel aller Beteiligten sein, die Auszubildenden zu unterstützen, die 3-jährige Ausbildung erfolgreich abschließen zu können. Und dafür braucht es Zeit für Ausbildung, damit Auszubildende mit ausreichender Zeit qualifiziert angeleitet werden und bei Bedarf individuell gefördert werden. Und insgesamt ist die Qualität der Ausbildung zu verbessern, denn derzeit schlagen Personalmangel und Arbeitsverdichtung direkt auf die Ausbildung durch. Deshalb braucht es zusätzliches gut qualifiziertes Personal und bundeseinheitliche Qualitätsstandards, wie beispielsweise zur Praxisanleitung. Danke sehr. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Schulz-Asche von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Drude vom Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe. In Ihrer Stellungnahme gehen Sie noch mal ausführlich auf die nationalen und internationalen pflegefachlichen Standards ein und bemängeln an der jetzt vorliegenden Ausbildungsverordnung, gerade im Bereich der Altenpflege, dass die hier unterhalb der anerkannten fachlichen Standards ausgebildet werden soll. Sie sagen sogar, wenn ich das zitieren darf, dass alten und sterbende Menschen über eine absichtliche Minderqualifizierung des Personals die bestmögliche Pflege vorenthalten wird. Könnten Sie das noch mal bitte erläutern, sowohl was die Standards angeht, als auch wie Sie diese Einschätzung begründen? Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe. Ja, herzlichen Dank, Carsten Drude, BLGS. Zugegebenermaßen, die Formulierung ist etwas pointiert. Da haben Sie recht mit Ihrer Frage. Wir sehen es aber in der Tat so, dass durch die jetzt schon mehrfach beschriebene, aus unserer Sicht Abwertung des Spezialisierungszweiges Altenpflege durch die Reduzierung der Kompetenzen in der Anlage 4 es tatsächlich zu einem Sackgassenberuf mehr und mehr führt. Das ist momentan, das wurde mehrfach beschrieben, dass wir hier eine boomende Branche haben, dass wir junge Menschen brauchen, die in dieser Branche arbeiten. Und um auf Ihre Frage einzugehen, wenn wir das so fixieren, wie es jetzt momentan in der Prüfungsordnung vorliegt, dann wird wirklich gearbeitet nach dem Motto, Pflege kann jeder oder wir müssen es so möglich machen, dass es jeder kann. Wir haben bereits jetzt bestehende Standards, die sich eben an der EU-Richtlinie orientieren und darauf nehmen wir Bezug. Das ist ganz einfach nachzulesen. Da gibt es bestimmte Standards, was die Kompetenzbeschreibung angeht, was die Stundentafel angeht, was die Fachdisziplinen angeht, wo man seine praktische Ausbildung absolvieren soll. Und das soll nach unserer Auffassung nicht abgesenkt werden. Mit der vorliegenden Fassung würden wir das tun. Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung hat Professor Dr. Gerke von der AfD-Fraktion. Ja, meine Frage geht an den Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe. Auch die jetzt vorgelegte Ausbildungs- und Prüfungsordnung führt keine bundeseinheitlichen Lehrpläne für alle Bereiche der Pflege ein. Wir hatten dazu bereits gehört. Wie können sich Praxisanleiter auf eine qualifizierte Begleitung der Auszubildenden vorbereiten, wenn die Auszubildenden unterschiedlich unterrichtet werden? Halten Sie einheitliche Prüfungsgrundlagen mit der vorgelegten Ausbildungs- und Prüfungsordnung überhaupt für möglich? Vielen Dank. Die Frage beantwortet der Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe. Ja, Carsten Drude nochmal, BLGS. Die Frage ist vielschichtig. Sie berührt im Grunde mehrere Bereiche in den verschiedenen Lernsegmenten oder Lernorten. So bezeichnet man es in der Pädagogik. Lernort, Betrieb, Lernort, Schule. In der Tat ist es so, und das wurde eingangs dieser Anhörung auch schon mal angesprochen, da wurde die Vielfältigkeit nach dem Motto 16 Bundesländer, 16 Lehrpläne, ein Rahmenlehrplan und dann noch alle Schulen, ein eigenes Curriculum, wurde da stark in Frage gestellt. Ich kann Ihnen aus der berufspädagogischen Diskussionen und auch aus der eigenen Berufserfahrung, da bin ich Schulleiter einer großen Pflegeeinrichtung mit allen pflegerischen Grundausbildungen, kann ich Ihnen sagen, jede Schule wird ihr schulinternes Curriculum schreiben müssen. Das geht gar nicht anders. Das ist bildungspädagogischer und berufspädagogischer Alltag. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Fachkommission zeitnah die Arbeit aufnehmen kann und den Rahmen abstecken kann, dass wir eine Orientierung haben, die darf auch durchaus bundesweit Geltung haben. Jede Schule wird sich aber an die Arbeit machen müssen. Das funktioniert gar nicht anders. Und auf die Frage Praxisanleitung, da haben wir in der Tat, da haben Sie recht, da haben wir in der Tat momentan keine einheitlichen Standards. Es gibt Empfehlungen seitens der DKG, es gibt Empfehlungen seitens verschiedener Bundesländer. Mein Bundesland NRW hat im Bereich Altenpflege da sehr ausführlich zugearbeitet und Handlungsleitfäden entwickelt. Wir haben kein verbindliches Instrument, aber wir fangen auch nicht bei Null an. Also es gibt Instrumente, die das Ganze modular aufbauen lassen, eine Praxisanleiter-Weiterbildung. Und das lässt es durchaus zu, da auch bundeseinheitlich standardisiert vorzugehen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Dr. Roy Kühne von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Die Frage geht erneut an Frau Abels. Bewusst haben wir die Pflicht festgehalten, Kooperationsverträge abzuschließen. Jetzt wissen wir ganz genau, dass es da verschiedenste Einwände gab hinsichtlich der praktischen Umsetzung. Damit eben die Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege ihr Wahlrecht ausüben können. Mich würde dazu Ihre Erfahrung mal interessieren. Gelingt es den Ausbildungseinrichtungen, im Grunde geeignete
Praxis- und Kooperationspartner zu finden? Oder braucht es nach Ihrer Meinung vielleicht die ergänzenden Maßnahmen, Änderungen etc., damit das in der Praxis gerade auch in der Fläche umgesetzt werden kann? Vielen Dank. Frau Abels als Einzelsachverständige, Sie haben jetzt das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich sehe den verbindlichen Abschluss von Kooperationsverträgen als absolut notwendig, damit auch eine Verbindlichkeit da ist. Es muss die größte Verbindlichkeit geschaffen werden, die es geht. Das heißt, ich brauche eine verbindliche Absprache bzw. eine Erarbeitung eines Praxiscurriculums in Anlehnung an das Theoriecurriculum und auch da in der praktischen Ausbildung dem Ganzen gerecht zu werden. Dieses Ganze sollte auch Vertragsbestandteil sein. In der Praxis ist meine Erfahrung durchaus, dass es für kleinere Einrichtungen gegebenenfalls schwierig werden können. Aber es gibt die Möglichkeit im Gesetz, die Delegation an die Pflegeschulen. In diesem Kontext haben wir sehr gute Erfahrungen. Wir haben kleine Einrichtungen der Altenhilfe, ambulante Pflegedienste, Krankenhäuser, die in einem entsprechenden Verbund auch arbeiten, sodass wir ein Rotationsverfahren haben und die entsprechenden Auszubildenden dann die ganzen Einrichtungen, die absolviert werden müssen, auch absolvieren können. Was auf keinen Fall unterstützt werden sollte aus meiner Perspektive, ist, dass bei einem gescheiterten Versuch die Praxisstunden dann nachher auch wieder auf den Träger übertragen werden können, denn das würde auch dem Wahlrecht absolut widersprechen. Wenn es regional Schwierigkeiten geben sollte, könnte man da gegebenenfalls über Einrichtungen der Behindertenhilfe vielleicht überlegen, weil auch dort werden Menschen gepflegt. Die Einrichtungen und auch die Schulen brauchen Unterstützung. Lernortkooperation wäre da, glaube ich, was man unbedingt auch mit aufnehmen sollte. Die Ministerien, die Verbände brauchen auch Unterstützung, was aber auch wichtig ist, damit alle sich jetzt auf den Weg machen können, um auch in Richtung des neuen Pflegeberufeverständnisses zu gehen, die Anschubfinanzierung, damit auch die Finanzierung dort gesichert ist. Vielen Dank. Mir liegt keine weitere Frage vor. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei den Sachverständigen und auch bei den Fragestellern. Ich denke, es sind viele Aspekte angesprochen worden, die jetzt bewertet werden müssen. Und ich wünsche den Fraktionen viel Erfolg bei der Bewertung der Erkenntnisse und wünsche dem Gesetz und der Verordnung eine so dynamische Wirkung, dass wir in einigen Jahren nicht mehr darüber diskutieren müssen, dass es in der Pflege, egal in welchem Bereich, Fachkräftemangel gibt. Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Nachmittag.